Also ich bin ja ein sehr, sehr intelligenter Mensch und es ist ja so, dass wenn man gerade, wenn man viel weiß und wirklich gut, ja, Genie ist halt immer so ein bisschen abgenutzt, ne? Da denkt man dann gleich wieder an den ollen Beethoven und Mozart und so. Ich glaube, man bräuchte da irgendwie einen neuen Begriff irgendwie für sowas, für neuzeitliche Genies irgendwie, das, um dem irgendwie gerecht zu werden, irgendwie vielleicht so Wunder der Äonen vielleicht, sowas in der Ecke. Ich will es niemandem in Mund legen, irgendwie, dass man da im Wikipedia-Artikel ein bisschen was macht. Aber irgendwie sowas, Held der Äonen irgendwie, keine Ahnung, Bestimmer der Jahrtausende oder irgendwie sowas einfach Lord, sowas. Auf jeden Fall ist es ja so, dass je mehr man weiß, desto weniger Spaß hat man. Wie funktioniert der Blutkreislauf? Ist es ein großer Kreislauf? Nee, ne, weil wenn du jetzt einen Arm verlierst, dann geht ja auch nicht das gesamte Blut da raus und der Rest kriegt nichts mehr, sondern es müssen dann ganz viele. Ach Leute, ich habe doch keine Ahnung, Mann. Ich weiß es doch nicht. Und ich bin so gelaufen und neben mir fuhr eine Briefträgerin auf ihrem Fahrrad direkt neben mir den Bordstein runter und es hat gescheppert, wirklich wie Dresden 39, 32, 42, 46, sowas in der Richtung. Und anscheinend war mein Körper immer noch komplett hier, Dresden 21 oder sowas. Das ist tatsächlich ein Unterschied. Diese Dinger heißen Drachen, nicht Drache, sondern Drachen. Also wenn man sagt, ich gehe mit meinem Drachen spielen, dann funktioniert das. Nicht mit meinem Dra. Nee, mit das. Ich kaufe mir. Oh Gott, ich bin so dumm, ey. Jetzt ein Beispielsatz mit einem Nominativ. Mein Drachen ist rot. Sind mittlerweile Grundschulniveau gesunken. Mein Drachen ist rot. Punkt. Rot ist ein Wie-Wort und beschreibt, wie der Drachen aussieht. Eigentlich ist es ja die perfekte Vorstellung, ne? Es ist eigentlich die perfekte Vorstellung, alles, was man isst, sofort wieder auszukotzen. Das ist ja, das haben die Römer ja perfektioniert. Gerade Straßen, um den Feind kommen zu sehen, langweilig. Ja, eine vernünftige Militärstruktur, damit irgendwie Disziplin herrscht, langweilig. Deren Idee war, schön essen und dann kotzen. Essen und kotzen. Das ist perfekt. Benjamin Franklin, das war der Typ mit dem, der die Elektrizität erfunden hat, ne? Stimmt das? Was war das mit diesem Drachen? Das ist auch so, was man immer so am Rande hört. Der hat die Elektrizität gefunden, weil er mit einem Drachen in eine Stromleitung geflogen ist, oder? Nee. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Wie haben Sie, Mr. Franklin, wie haben Sie Elektrizität entdeckt? Ja, ich bin mit einer Gabel in eine Steckdose gekommen, habe gemerkt, oh, das tut ja weh. Und dann habe ich Elektrizität erfunden, kein Problem. Nee, der ist mit einem, wie war das? Der ist mit einem, ah, ein Blitz. Er ist mit einem Drachen. Er hat einen Drachen steigen lassen und dann ist der Blitz in den Drachen. Hä? Das klappt ja überhaupt nicht. Warum sollte er denn. Also, erstens, warum spielt ein erwachsener Mann mit einem Drachen? Erste Frage. Das ist auch wirklich, also das ist ein peinliches Bekenntnis. So, hey Leute, ich hab Elektrizität entdeckt. Ne? Also würde jetzt wahrscheinlich die Welt verändern. Und irgendwann fahren wir mit dem ICE und erzählen dann lustige Geschichten im ICE, wie man dann irgendwie auf der Toilette warten muss oder so oder kein Klopapier mehr ist und so. Okay, cool, wie hast du Elektrizität entdeckt? Nebenbei. Und dann, nee, erstmal erzähl mal. Ich war mit dem Drachen draußen unterwegs. Benjamin Franklin, du bist einer der angesehensten Wissenschaftler dieses Landes. Du hast die Declaration of Independence unterschrieben. Warst du heute Nachmittag während dem Sturm mit einem Drachen draußen? Spaß gemacht. Mag einen Drachen. Echt ganz schön. Und das ist dann, da ist dann der Blitz eingeschlagen. Und dann. Boah, ey, es ist echt so. Ich werde mit jedem Moin Moin dümmer. Wirklich, es ist wirklich so. Ich werde mit jedem Moin Moin ein Stückchen dümmer. Ich gehe aus diesem Moin Moin und denke mir, ich raff überhaupt nichts mehr. Aber Hindenburg ist tatsächlich interessant. Da werde ich vielleicht mal drauf eingehen. Zeppelin, guter Zeppelin und guter Mensch. Ist es Das gibt es selten. Das ist gleichzeitig ein guter Zeppelin und ein guter Mensch. Also, mir fällt spontan Hindenburg ein. Stimmt natürlich. Das mit dem Bienensterben wird nun mal in der Mainstream-Presse manchmal ein bisschen übertrieben. So, jetzt ist es raus, ja? Mein Gott, habt ihr schon mal eine tote Biene gesehen? Nope. Geht mal in den Supermarkt und schaut mal, wie viel Honig da rumliegt. Wie viel Honig da ist. Und dann überlegt mal, wo kommt der her? Wo kommt dieser ganze Honig her? Von Bienen. Solange es Honig gibt, gibt es auch Bienen. So, wo Honig ist, ist auch Bienen. Easy. Könnt ihr nicht erzählen, dass es keine Bienen mehr ergibt? Wie gesagt, ich kann es nicht häufig genug betonen, aber Hitler
hatte schon ein paar ganz gute Ideen. Zum Beispiel Bücherverbrennung. Das Konzept der Bücherverbrennung ist super, nur er hat sich halt die falschen Bücher ausgewählt. Aber an sich mal so einen kulturellen Kahlschlag durchzuführen, finde ich eine geile Idee. Ich finde, wir bräuchten zum Beispiel eine Meme-Verbrennung oder eine Running-Gag-Verbrennung. Einfach mal alles weg. Einfach mal alles komplett killen und die Kultur nochmal resetten. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Wie befreiend das auch wäre. Mit diesen ganzen Memes, ich komme nicht mehr hinterher. Ich glaube, wir brauchen eine große Meme-Verbrennung. Ich würde einfach mal auf Nürnberg in irgendeinem Universitätshof ein großes Feuer machen und da einfach mal alle Memes reinwerfen. Und alle Running Gags. Wir brauchen neue Running Gags. Heute mal Kahlschlag. Wir brauchen einfach neue Running Gags. Ab jetzt gibt's keine Running Gags mehr. Wir brauchen eine Maskottchenverbrennung. Einfach mal sagen, straight, Leute, wir treffen uns am Donnerstag und verbrennen alle Maskottchen. Bam! Und fangen neue Maskottchen an. Wir fangen neu damit an. Ich bin ja großer Verfechter des Placebo-Effekts. Ich bin ja ein Freund des Lügens. Und ich glaube, wenn ein Organismus Lügen verstanden hat, dann der menschliche Körper. Voll. Und du alles voll vorlügen kannst einfach so. Ja. Und das ist wirklich fantastisch. Es ist die Macht des Placebo-Effekts. Ganz wichtig, wenn ihr merkt, ihr werdet krank, einfach sagen, ich bin nicht krank, ich werde nicht krank. Und dann kann man sich dann, es ist natürlich 80% Esoterik, aber alles ist 80% Esoterik. Nee, und Erste Hilfe, ja, natürlich ist Erste Hilfe gut, klar, aber es ist auch ein bisschen Placebo-Effekt, oder? Erste Hilfe ist doch auch mehr für denjenigen gedacht, der es macht, damit er sich denkt, oh, ich habe es versucht, er ist trotzdem gestorben, es war aber nicht meine Schuld. Oh, es ist doch meine Schuld, weil ich sehe bei CSI Miami, dass es immer gut geht und nicht. Jetzt aber sorry, ich will jetzt da wieder nicht, ich will nicht den Bienenschwarm aufmachen, aber was bringt denn bitte ein Verband? Was soll denn ein Verband sein? Ey, das habe ich in meinem Leben noch nie gerafft, was ein Verband oder auch so ein Pflaster sein soll. Verstehe ich nicht. Das Einzige, was ich weiß, das hat mir mein Vater beigebracht. Meine Hauptwissensquelle in meinem Leben ist mein Vater, der gesagt hat, wenn man sich irgendwo schneidet, dann braucht die Wunde frische Luft und deswegen muss ich immer meine Hand in die Höhe halten. Wenn ich verwundet war, habe ich meinen Finger in die Höhe gehalten, damit da frische Luft rankommt, damit das wieder heilt. Easy, ergibt für mich Sinn. Aber ein Pflaster, ich raff das immer nicht, was der Vorteil davon sein soll. Weil du drückst ja da so drauf. Das ist so wie wenn du, keine Ahnung, wie wenn irgendwie ein Auflauf im Ofen aufgehen soll und du legst da was drauf. So, das soll doch irgendwie so sein eigenes Ding machen. Und dass man dann das so drüber dödelt und ey, Verband. Ich war mal in einem Krankenhaus. Welche fucking Kamera ist das denn eigentlich? Die hier. Ich war mal in einem Krankenhaus. Ich war einmal in meinem ganzen Leben im Krankenhaus, weil ich irgendwie mit meinem Bruder gerangelt habe und er war danach querschnittsgelähmt. Ich hatte ein leichtes Ziehen im Knie und danach bin ich ins Krankenhaus gegangen anscheinend. Ich erinnere mich nicht mehr an wahnsinnig viel, aber hatte ich so ein Ziehen im Knie und war das so ein bisschen verstaucht, also keine Ahnung. Und dann habe ich da auch einen Verband bekommen und wurde wieder nach Hause geschickt, wo ich mir damals, als ich 6 Jahre alt war, schon dachte so, Leute, komm, ein Verband. Was soll das denn bringen, ey? Gerade wenn man sich da irgendwas zerrt oder irgendwie so innerlich Schaden hat, was soll denn da ein scheiß Verband, ey? Bullshit, so ein Schwachsinn. Das ist reiner Placebo-Effekt, dass du irgendwie so, oh nein, ich habe mich verletzt. Also ja, binden wir irgendwas drum. So, das ist so die erste Idee. Ich meine, stell dir mal vor, Leute, ich denke mir oft so, wie ist es, wenn du in so einem Ongo-Longo-Stamm im Dschungel irgendwo bist und dann bist du halt ja der Medizinmann, der halt dann so sagt, so, ja, geil, ich wurde von den Göttern geküsst, so geil, ich habe Schlangengift in meiner Tasche, cool. Und dann bist du halt so der Medizinmann und dann kommen Leute ständig zu dir und fragen so, nee, mein Zahn tut weh, was soll ich machen? Und irgendwann fängst du auch einfach zu sagen, Leute, ja, bind da was drum, trink das, mach das hier und so ein Scheiß. Und dann der Placebo-Effekt übernimmt dann den Rest so. Oder auch die Leute denken dann, okay, dann sind sie zufrieden. Und Hauptsache, du machst irgendwas so in der Richtung. So, also es gibt ja so viel Bullshit, so viele Sachen im medizinischen Bereich, die kompletter Bullshit sind, so Aderlass oder sowas. Dass man sagt, wir nehmen dir Blut ab und dann geht's dir besser. Oder so dieses ganze so dieses Löcher in Schädel bohren oder Akupunktur und so ein Crap, das ist doch alles Schwachsinn so. Das ist doch einfach entstanden aus dem, ja, mein Gott, mach halt irgendwas so. Mach halt irgendwas. Und deswegen glaube ich, dass auch so der Verband da entstanden ist und dass das auch nicht kompletter Crap ist, ey. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand durch einen Verband wirklich geholfen wurde. Ist Quatsch. Klar, wenn du dir gerade in die Arterie geschossen hast und da irgendwie Blut austritt und da muss man dann irgendwas abklemmen oder so, habe ich auch im Erste-Hilfe-Kurs gelernt. Da, glaube ich, kommt der Erste-Hilfe-Kurs des Führerscheins. Ich glaube, da kommt meine Medizinskepsis her. Weil du hast da gelernt, hey, pass auf, wenn jemand ein Bein verliert,
während dem Auto fahren, dann aussteigen, anhalten, rechts ran, aussteigen und dann muss man halt so einen Druckverband über der Abschnittstelle machen, um die Adern abzudrücken oder sowas. Und dann dachte ich mir, okay, das ergibt Sinn, cool, damit da kein Blut rausfließt. 2 Wochen später lese ich auf stern.de, ja, Druckverbandmethode ist falsch, darf man nicht mehr machen, sondern ich mir, ja, Leute, dann fickt euch halt einfach. Also, Verband, Bullshit. Kann mir niemand erzählen, dass irgendjemandem Verband schon mal tatsächlich geholfen hat. Glaube ich nicht. Quatsch, ey. Verband. Noch hat mir niemand widersprochen zum Thema Verband muss weg. Anscheinend ist es tatsächlich auch so ein gesellschaftlicher blinder Punkt, der hier gerade mal angesprochen wurde. Und ja, manchmal müssen Wahrheiten auch einfach rausgeballert werden. Und ja, deswegen, wenn mir niemand widerspricht, sehe ich mich da weiterhin bemächtigt, das auch weiterzuführen. Verband muss weg. Trag die Botschaft raus in die Welt, Verbände müssen abgeschafft werden. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass ich in diesem Moin Moin zu viel Schaden angerichtet habe.